Ich denke, dass Linke unser Buch lesen sollten, weil gerade in linken Kreisen eigentlich auch ein herrschaftlicher Antirassismus dominant ist. Das bedeutet, dass sich auch Linke verschiedenen bürgerlichen Konzepten von einer Rassismusanalyse und auch dementsprechend einer antirassistischen Analyse bedienen. Dieses Ganze geht aufs Individuum zurück. Finde die Rassistin in dir, finde den Rassisten in dir. Das bedeutet, dass durch Konzepte wie Critical Whiteness oder auch sowas wie Allyship versucht wird, im Grunde individuelle Antworten auf ein strukturell gesellschaftliches und auch grundlegend ökonomisches Verhältnis zu finden. Wir wollen etwas anderes anbieten. Was wir anbieten, ist ein marxistischer Rassismusbegriff. Wir wollen aus der Ökonomie heraus die verschiedenen Formen von Rassismen in ihren Konjunkturen, in ihren Krisen konkret für den deutschsprachigen Raum erörtern und somit auch wieder eine lange Tradition von Marxismusforschung, die es im deutschsprachigen Raum durchaus schon lange gibt, auch wieder beleben. Wir hoffen, dass es dadurch zu Diskussionen kommt, die wirklich Klasse und Rassismus aus dem Standpunkt der Arbeiterklasse erklären können.